Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich wie immer, dass ihr dabei seid. Ja, ihr Lieben, es ist jetzt kurz nach 9. Ich fahre jetzt einmal los. Ich hatte ja gestern schon vorgehabt, einmal vielleicht sogar Richtung IKEA zu fahren und City Park. Ich wollte ganz gerne einmal zu H&M heute, weil ich da nämlich online was gesehen habe, was ich hübsch fand. Ich weiß nicht, ob es mir steht oder nicht. Das ist einfach so ein schöner Pulli und passender Rock dazu, so ein Strickrock in Grau zumindest habe ich es gesehen. Mal gucken. Und ich wollte nach einer schwarzen, längeren Weste gucken. Das ist so der Plan. Ich hoffe, dass es da nicht allzu voll sein wird. Genau, ich würde sagen, wir düsen jetzt mal los. Mein Schnucki ist draußen hinten und repariert sein Fahrrad. Also er tauscht jetzt sein Rad aus. Hinterrad? Ja, weil es war geflickt und das macht halt beim Fahren so komische Geräusche, dieses Wupp-Wupp. Also er hat das Gefühl, er fährt die ganze Zeit über einen Stein. Aber das ist halt der Schlauch, der quasi da so nicht richtig rund läuft. So, und genau, Wäsche habe ich jetzt eingeladen. Wäscht. Ich habe sogar meine Schuhe reingeschmissen heute, weil ich die letzten auch schon mal damit gewaschen habe. Ich habe gedacht, einmal wird er wohl nicht schaden. Und genau, also ich würde sagen, ich schnack jetzt nicht lange und wir düsen los. Frisch ist es draußen. Ich glaube, gestern Abend waren es um die 3 Grad, 4, 5, vielleicht höchstens 5, weil das war wirklich sehr, sehr kalt, heute Morgen auch. Und die Dächer waren auch schon so ein bisschen Richtung so weiß, ne? Also Frost jetzt nicht, aber ja, wir haben Herbst, ne? Eine klitzekleine Planänderung. Ich fahre nicht zu IKEA. Ich hatte mir so Gedanken darüber gemacht, was ich da eigentlich wollte, ob ich da irgendwas brauche. Ich meine, ich war schon lange nicht da. Und ich habe mir gedacht, nee, ich brauche da nichts. Wir sind jetzt direkt im Citypark um 10 Uhr. Ich bin richtig gut angekommen. Ich war davor nämlich kurz zur Deponie, habe Pappe weggebracht. Und genau, und jetzt gehen wir mal kurz in den Citypark. Hier ist der Parkplatz richtig schön leer. Also hier sind sehr, sehr viele Parkplätze frei. Und ich würde sagen, wir düsen einmal in den Citypark rein, durch ein paar Geschäfte. Und dann nehme ich euch gerne mit. Ich bin gerade bei CB, Leute, und diese Jacke habe ich gestern anprobiert, aber die gibt es hier im Citypark zum Beispiel jetzt nicht in S. Das ist hier nur L für 129 Euro. Die fand ich cool. Es gibt hier noch von Calvin Klein so eine ähnlich, doch ähnlich für 200 Euro, ne? Irgendwie ist die andere besser, fühlt sich besser an als diese hier. So, ich bin von CB jetzt raus und hier gibt es ein paar wunderschöne Blümchen bei Blume 2000, auch Pampasgras, guck mal, für 20 Euro. Und natürlich Chrysanthemen, auch so riesig, 9,99 €. Auch wunderschöne Farben. Diese Häuschen sind ganz cool. Was ist der Preis gerade nicht? Knapp 15 Euro. Die sehen aber schön aus. Und hier sind auch ein paar Körbchen, guck mal. Und Kürbisse, guck mal. Für 2,39 € so ein großer Kürbis. Das ist günstiger, als was ich bezahlt habe in Bordesholm. Oder? 22 nur. Wenn es der ist. Und hier haben die für 15 Euro solche Herbstkränze. Sehen auch ganz hübsch aus, aus Buchsebaum. Und hier ist noch mehr. Ja, sehen wunderschön aus, alle. Bin ich bei Butlers gelandet, guck mal mit euch. Die haben hier schöne Herbstsachen, Herbst-Winter. Die Lichter, beziehungsweise solche Kerzenhalter oder solche Pilze aus Holz, Girlanden, solche Leuchtkugeln. Sieht hübsch aus, oder? Was sagt ihr? Und so sieht das Schaufenster von H&M aus. Guck mal, so ein hübscher Pulli. Die Farben an sich sind wunderschön. In beige, in weiß, cremeweiß, ne? Achso, und das habe ich online gesehen. Muss ich gleich mal gucken. Gestrickter Rock mit Pulli. Und passende Schuhe dazu. Ich suche im Grunde so eine Weste, nur in schwarz. Muss ich mal gucken gleich, ob sie die irgendwo haben. 45 Euro. Hier ist nochmal so ein graues Strickkleid. Das habe ich im Grunde fast in schwarz zu Hause. Auch ein schönes Kleid. Ich weiß aber nicht, wie teuer das jetzt hier ist.
Aber sieht auch ganz nett aus eigentlich für, ja, 38 Euro. So, das Kleid, was ich online gesehen habe, 40 Euro, allerdings nur XS. Und XS, das ist ein Strickkleid, ich weiß nicht, das finde ich irgendwie zu eng. Das andere ist irgendwie zu groß wieder. XL, ja, aber sieht auch sehr, sehr schön aus, ist auch total warm. Ja, die Weste wollte ich jetzt nur in schwarz haben, haben die nicht. Leider ist auch die letzte in beige, Größe M allerdings. Und ich finde es irgendwie ein bisschen zu groß. Vielleicht gucke ich online, ob die da irgendwer was haben. Die nächste Jacke habe ich es anprobiert, aber die trägt irgendwie so ein bisschen auf. Das ist XS. Ich weiß nicht, gefällt mir nicht so ganz. Und schon bin ich fertig tatsächlich. Und wisst ihr was? Ich war ja nur bei H&M. Ich hatte zuerst überlegt, so, okay, gehst du nicht noch jetzt irgendwie zu Systeme Green? Aber dadurch, dass ich schon vorher, ihr rutscht weg, da ich schon vorher bei Butlers mit euch war und sagen wir schnell, wo noch? Blume 2000. Ich brauche so nichts an Deko und irgendwie wollte ich auch nicht mehr gucken jetzt. Deswegen, wie gesagt, fahre ich jetzt nach Hause. Vielleicht schaffen wir das sogar mit meinem Schnicki. Es ist jetzt 11. Sagen wir schnell, zum Wochenmarkt für Schulen. Mal gucken. Also, ich düse jetzt mal los. So, ich bin jetzt zu Hause angekommen, ihr Lieben. Hab schon mal die Sachen rausgelegt, die ich jetzt mitgenommen habe. Und zwar, übrigens, zu diesem Rock hing eigentlich ein Pulli für 29,90. Er war unten so ein bisschen offener mit Schlitz, wisst ihr? Aber ich hab nur den gesehen, dass ich zu den Umkleidekabinen gegangen bin, für 19,99. Und der ist sogar besser, also schöner als der andere. Habe ich jetzt dazu genommen. Guck mal, passt. Und beim Beigen genau das gleiche. Rock, Pulli, auch für 19,99 und nicht 29,99. Dann hatte ich Socken nochmal mitgenommen an der Kasse. Ja, Pulli habt ihr gesehen, T-Shirt und Schal. Das war's auch schon. Das ist mein Einkauf. Achso, und die Schuhe. Die habe ich dann doch mitgenommen, weil sie sehr gut hierzu passen. So, ich habe dann aber auch Fisch geholt. Mein Schick übrigens auch. Der war ohne mich los. Ich habe Schremelachs mitgenommen und Matthias. Und da sagten die Verkäufer, hör, was machst du denn hier? Dein Mann war gerade da. Und er hat sich 10 Minuten vorher einmal so eine aufgeklappte Makrele geholt und einmal Makrele, glaube ich, zum Braten. Zumindest sieht sie so aus. Und ich hatte noch bei dem Gemüseschein bei so einem Bauern einmal Bohnen geholt, Rucola und Spinat. Und schon gibt es Frühstück um, mein Gott, gleich 12:30. Also guten Appetit für meinen Schnucki. Gibt es hier einmal Quark mit Brombeermus. Dann ein paar Nüsse und ich habe Rest von gestern von mir, von diesen Haferflocken-Auflauf. Den esse ich nochmal auf, gleich zum Frühstück und dann gibt es meinen Fencheltee. Guten! Hier habe ich schon mal die Makrele einmal angebraten mit ein bisschen, sagen wir schnell, Rosmarin. Und hier werde ich einmal ganz schnell die Bohnen kochen und die gehen auch relativ zügig. Und hier möchte ich ganz gerne mal was machen. Und zwar brauchen wir dafür einmal Hokkaido-Kürbis, einfach so einen Ofenkäse, ein bisschen Gewürz. Ich habe hier ein bisschen Kräuterquark, das ist hier Ankerkraut, Salatgewürz, Rosmarin, ein bisschen Knobi, Salz, Pfeffer und etwas Öl. Ich würde sagen, ich lege es mal los.
Appetit, ihr Lieben. Der Kürbis ist soweit fertig, beziehungsweise auch der Ofenkäse. Jetzt kann man den dippen. Riecht sehr, sehr lecker, das ganze Haus. Also, guten. Ich Na? ziehe aus. Merkst du schon, was ist los hier? Bist Max du meinte so, ungewohnt? hey, was ist das? Ich packe schon mal meine Sachen. Ah. Für Montag. Was für Montag? Brich weg. Wohin? Für 3 Tage. Das Echt? erste Mal alleine. Echt? Ja. Zu deiner Tante. Wie sollen die beiden das schaffen? Ihr seid ja Ah, da. ich habe damit nichts zu tun. Was so? Ich bin raus. Das schaffen die, glaube ich. Ja. Nee, ich wollte schon mal jetzt mal packen, weil Mama packt damit ihre ich. Sachen. Mama packt ihre Sachen, Mama fährt weg. Ja. Ich brauche jetzt meine Auszeit, so. Muss ich nichts mehr Ja, ich machen, dann merke kann ich schon. nur mit deiner Nichte spielen, mit deiner Cousine spielen. Mit meiner Nichte. Leo! Was habt ihr denn gemacht? Ich nehme gerade einen Short auf. Ach so, und was machst du da? So ein Stückchen. Ja, ich weiß. Guck mal, Nee, 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 Leo. er verbindet immer Du hast so heute schon genug gehabt. mich mit Fisch, Ja, ich merke ne? schon. Hier. Hier. Da, da, da. Lustig. Was nehmt ihr auf nochmal? Irgendein Short? Ja, warte. Ach so. Ist nicht ein bisschen kalt? Christi, Ich warst du meine, nicht irgendwie nur vor an kurzem Jacke. erst krank? Nur Jacke. Ja. Vielleicht nochmal was anziehen? Weil ich habe auch ein bisschen Bedenken, das geht schnell. Sowas hier. Verstecken? Und los. Ich finde das cool. Ich will auch mitmachen. Nächstes Mal. Das Ja, ist das das ist Bild. lustig. Ah, ja, Da bin ich okay. da, habe ich ein bisschen verkackt. Ja, Oh, okay. warte mal nochmal. Da habe ich ein bisschen verkackt. Ah, ja, okay. Dann haben wir noch das hier. Meine ich. 3, 2, 1, los. So. Ich liebe solche versteckten Dinger da. So. Und Ja. eine Sache fehlt uns noch. Müssen wir gucken, wo wir es ungefähr machen. Ach so, ja, okay. Hast du Vorschlag? Garage. In der Garage. Ja. Das Und ist ja gar das nichts. Auto. Und das Auto? Ja, und Das das geht doch gar Auto. nicht. Naja, gut, dann irgendwo Nein, viel hinter. zu fett. Wieso liegt der Müll auf der Terrasse eigentlich? Wo? Da Papa hat das Fahrrad vorhin gemacht. Da liegt irgendwie ein Stück Zewa. Kannst du aufheben? Zewa und noch ein Wieso? Stück da. Oder ist ein Lappen? Schnucki, ich verlasse dich. Weil Max meinte schon, was ist da los? Ich pack schon mal. Was Was ist macht ihr das? hier? Nein, die Kinder nehmen was auf und dann habe ich gesagt, was liegt denn da für Dreck auf Das der Geschenk für Terrasse? dich. Das ist deins. Das Danke. ist Für von das deinem Unkommen, Fahrrad. kommt von Herzen. Ein schön Nein, dreckiges die Herz. Kinder verstecken sich. Ne? Ja. Ist Leo hier oder dahinter? Hier, ne? Hi, okay. Im Gebüsch. Ja, gemein, Was? ne? Ich hab nichts. Er weiß gar nicht, wohin, ab ins Bett. Hast du reingeworfen? Ja, nach hinten, weil es gegessen hat. Stöckchen? Ah, Das okay. war so ein Bambus. Ja, wir auch Der gesehen. Gebüsch chillt. Ja. Er macht es gerne da. Irgendwo, er versteckt sich immer. So, hä? Schmeiß mir doch was hin. Ja, ich Ja. lasse euch alleine. Ciao. Tja, fahren wir gleich los oder wann? Wohin? Später? Ja, wohin? Einkaufen. Ja. Bitte? Später? Ja, Oder? wann so ungefähr, damit ich Bescheid weiß? Ja, Wann so später. ungefähr? Wie spät haben wir es jetzt? Viertel nach vier. Achso, ja, okay. Also wann dann? So? Damit ich. Stunde? Ja, okay. Irgendwie so. Ich pack Komm schon schon, hast mal. noch Ich Zeit. pack weiter. Ja, ich war. Ciao. So, ich habe schon so ein bisschen angefangen, ehrlich gesagt, schon mal was rausgelegt. Ich meine, für euch ist wahrscheinlich jetzt alles nicht spannend hier, ne? Zuhauseanzug, also Jogginganzug, T-Shirts, Leggings, 2 Pullis. Das sind ja 3 Tage, ne? Bisschen 2 Nächte. Schlafi, Socken und Kosmetiktasche, Kulturbeutel und so weiter. Das brauche ich alles, guck mal. Wird gut benutzt, ne? Ich habe einmal diese Palette jetzt hier mitgenommen. Die ist wirklich sehr, sehr schön. Die habe ich euch schon ein paar Mal gezeigt. Und allerdings sind bei mir auch schon wieder ein paar Farben da bald weg. Diese hier drei, die seht ihr, ne? Was ich am meisten benutze. Make-up, kleine Spiegel. Dann habe ich einfach mein Labello mitgenommen. Dann einmal von MAC auch Restlippenstift. Wimperntusche. Wimperntusche habe ich hier von Maybelline. Ist eigentlich ganz gut. Dann haben wir hier Lip Liner von, weiß ich gar nicht, was das ist. Was ist das? DM trendet ab, genau.
Pinsel und Kulturbeutel wäre jetzt einfach mal mit Bürste, Haarbürste, Shampoo, dieses hier, Zahnpasta, Zahnbürste, Deo, genau, was habe ich da, Seife, das war es auch schon, mehr brauche ich eigentlich auch gar nicht. Genau, also und wie so die Sachen, ja, da bist du ja schon wieder. Er verbindet mich immer mit seinem S, mit seinem Essen. Mit F-Wort, ne? Mhm. Na gut, ich guck mal, was ich packe. Ich wollte eigentlich, wisst ihr, in was fahren? In entweder hier grau gestrickt Pulli mit Rock oder in beige. Mal gucken. Eh wahrscheinlich grau. Irgendwie so. War so überlegt. Mal schauen. Rest bleibt erstmal so. So, die Tasche ist gepackt. Ich weiß nicht, ob ich das so mitnehme oder ob ich noch was ergänze. Das Wetter soll ja nicht so schön werden. Es soll irgendwie regnen und irgendwie nur 14, 15 Grad. Das ist so relativ frisch irgendwie. Meine Haare sehen heute aus, ne? Und genau, ich muss da mal gucken. Also das, was ich jetzt mit habe, nehme ich mit. Ich hatte überlegt, noch eine Jeans mitzunehmen vielleicht oder so. Mal gucken. Ich meine, juckt euch ehrlich auch gar nicht jetzt, ne, was ich gerade erzähle. So, es ist jetzt gleich 16:30. Die Kinder und ich fahren jetzt einmal eine Runde was einkaufen für Tipp-Tipp-Video. Dafür fahren wir einmal ins Rewe Center und da würde ich aber ganz gerne einmal kurz zu Taco nochmal gucken, weil bei Taco war ich glaube ich schon seit Jahren nicht mehr. Immer wieder fahre ich an diesem Laden vorbei, zum Beispiel in Reisdorf oder so, oder in Schmettiental und irgendwie, weiß nicht, aber ich habe gedacht, so, mal gucken, die haben sicherlich auch jetzt Herbstmode. Da würde ich gerne einfach mal reinschauen und was noch, Sorosmann müsste ich noch, genau, da brauche ich nochmal Abschminktücher und ansonsten. Ja, würde ich mal sagen, war es das jetzt hier mit diesem Vlog. Ich bedanke mich natürlich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.